Herzlich willkommen zurück bei Let's Play SmackDown vs. Raw 2008. Und bevor wir mit der Finisher-Auslosung weitermachen, noch ein kleines Wörtchen zu euch, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe gestern, beziehungsweise am 24.07., das ist für mich heute, also ich nehme am 24.07. auf, eine kleine Info rausgehauen, und zwar, dass ich einen neuen Kanal haben werde. Dazu habe ich ein Infovideo hochgeladen, das könnt ihr euch mal angucken. Warum, weshalb, wieso? Einfach das Video angucken und alle eure Fragen werden beantwortet. Das Video ist nochmal hier im Video verlinkt, wenn ich es nicht vergesse, und ansonsten einfach auf meinem Kanal vorbeischauen. Und für alle, die den ganzen Teil einfach überspringen wollen, einfach den neuen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. URL ist youtube.com/derfranzzockt, ansonsten bleibt alles gleich. Und guckt euch einfach das Infovideo an. Erstmal kommen die aktuellen Let's Plays noch weiter auf diesem alten Kanal. Aber wie gesagt, guckt euch einfach das Infovideo an und dann werden alle eure Fragen beantwortet. Und ich mache jetzt weiter mit der Finisher-Auslosung. So, gehen wir auf List Randomizer. So, ich habe wieder sehr viele Finisher-Vorschläge bekommen. Hat mich sehr gefreut. Bitte, haut wieder Finisher-Vorschläge raus. So wie ihr wollt, ist mir egal. Bedingung maximal 10 pro Session und der Move sollte bei SmackDown vs. Raw 2008 im Spiel sein. Gut, das sind insgesamt, ich gehe mal eben durch, damit ihr auch euren Namen entdecken könnt, falls euch das wichtig ist. 48 Finisher-Vorschläge, Move-Vorschläge. Vorschläge gab es mehrere, weil zum Beispiel GTS wird von zwei Leuten vorgeschlagen und auch ein paar andere Moves. Alles klar? Gut, dann hauen wir die Dinger mal in den List Randomizer rein und die ersten beiden gewinnen, wenn sie von unterschiedlichen Leuten kommen. Und ja, das ist auch der Fall. Einmal den STFU, also ja, mittlerweile STF, gewünscht von HD. Warte mal, ich glaube, ich habe ihn falsch geschrieben. Kann das sein? Das ist so sein richtiger Name. Ich glaube, der heißt irgendwie bis HD Gamer oder so, ne? Naja, tut mir leid. Ich gucke gleich nochmal nach. Und der Playmaker, also der Move von, na, wie heißt der? MVP, genau, gewünscht von Chris Beer. Alles klar. Gut, HD Gamer und HD Gamer 32 und Chris Beer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, Leute, bis gleich zum Let's Play. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Ich zeige euch mal eben die Finisher. Ich habe auch nochmal nachgeguckt wegen dem Namen. Es war HDG Gamer 32. Ja. Gut, also hier, Submission, Shut the Fuck Up, STFU. Wunderschön und Playmaker. Auch bekannt als Ozone. Finisher von Randy Orton mal gewesen. Ich habe schon gespeichert. Und wie ich mich dunkel erinnern kann, haben wir ein Leitermatch bestritten und kläglich versagt. Aber ich hoffe, dass ich das jetzt wieder gut machen kann. Machen wir weiter. You're scared about what? Ich glaube, ich habe uns direkt vor SmackDown gelassen. Kann das sein? Ja, ich muss mich erst noch mal kurz wieder einfinden. Mysterio, es wird hart. Achso, wir haben ein Match gegen Rey Mysterio. Und anscheinend sind wir nicht mehr Number One Contender. Weil uns keiner mag, ne? So war das doch irgendwie. So, ja, wir sind... Ja. Kann's vergessen, ey. Gut, dann... Auf mit dem Match. Wir spielen natürlich Adams, my baby, come on baby. Warten wir die ersten Sequenzen ab, wie immer. Natürlich. I can't believe it. The Great American Bash is over, and the road to SummerSlam starts tonight. Michael Cole here with John Bradshaw, Layfield at ringside, and John, what do you think of Stephanie McMahon's return? Hey, the more McMahons, the merrier, as far as I'm concerned. Of course, she doesn't actually have any official authority around here. Excuse me? Her last name's McMahon, isn't it? That's all the authority she needs. Na, wenn das so ist. Wenn das so ist. Na, bin ich immer gespannt, was die Stephanie McMahon mit uns allen vorhat. Vielleicht wird sie auch ganz plötzlich General Manager oder so. Oder tut so, oder was auch immer. Nothing in my hand. I got nothing. Habt ihr was in der Hand? Schreibt's mir in die Kommentare. This is the time for this superstar to make an impact. And don't forget,
Stephanie McMahon's backstage. Her family can make you or break you in this business. Da habt ihr es gehört. Mastermind McMahon. Auch wenn er manchmal ein bisschen komisch ist mit seinen Ansichten, was man da so hört. Trotzdem hat er ein Millionengeschäft, Milliardengeschäft gemacht mit der WWE. Da kommt der Bengel. Sharkboy! Ach nee. Oh, schon wieder Avira-Werbung, ey. Raste aus. So. Keine Kommentare zum ersten Mal, oder? Zu einem Entrance. Keine Kommentare zu einem Entrance. Welche Premiere? Hier bei Franz Zockt. Und schon bald heiße ich immer noch Franz Zockt, aber mit einer neuen YouTube-URL. youtube.com/derfranzzockt. Ab WWE 2K14. Die weiteren Infos bezüglich dieses Themas, des neuen Kanals, findet ihr in meinem Infovideo. Und das findet ihr auch auf meinem Channel. Irgendwo. Das Video heißt neuer Kanal oder so. So, erstmal wieder einfinden mit allem hier. Sind wir immer noch verletzt? Ich glaube, wir haben schon gelbe Beine. Kann gut sein. Aber Rey Mysterio ist schon so ein kleiner Süßer. Muss man ja sagen. Wie er klein immer aussieht. So. Mit Analogstick spielen. Ach Gott. Ach Gott, Gott. So. So. Guckt mal, wie leicht er ist. Ich kann ihn einfach runtertragen. My baby. Wahrscheinlich ein bisschen doof, wenn ihr leise das Let's Play hört. Oder ja, wenn ihr den Ton nicht so laut habt vom Let's Play. Und ihr gar nicht die Musik hört, zu der ich gerade mitsinge, wa? Naja, sowas soll es auch geben. Da gibt es den Double Foot Slam, den Mysterio auch ein paar Mal oder ab und zu mal zeigt, ne? So, dann machen wir mal ein DDT. Oder jetzt zieh durch, oder Neckbreaker geht auch. Taunt. I got nothing, I got. So, denn. Wie? Ey! Die Musik ist aber immer aus. Was war das denn? Keine Ahnung, was das war. Da spinnt mein Headset wieder. Das hat im Moment ein paar Probleme oder ein bisschen Wackelkontakt-mäßig. Schade eigentlich. Aber meine Mikrofonaufnahme läuft ja, sehe ich ja hier. Solange das ist, oder solange das der Fall ist, ist ja alles gut. So, mit. Ach ne, so funktioniert das ja gar nicht hier. Na, das zeigen wir jetzt. Ein Superback. Ne. Superback Superplex oder so. Wie nennt man das Ding? Nein, Side Slam wieder. So, wir haben Finisher. Dann zeigen wir doch mal den Playmaker. Haben wir auch benutzt, als wir mit AVD kurz gespielt haben in dem Tag Team Match. Oh, bumm! Au! So. 5-Star Frog Splash. Beendet das Match. Ach ne, komm. Na, dann wenn wir einen Finisher haben. Warum denn auch nicht? So, ich muss wahrscheinlich zu der Bene gehen. So, Finisher. Mal gucken, ob das reicht für den Sieg. Da liegt er bequem. Der ist schon rot. Wie? Reicht nicht? Sind wir kaputt? Dann werden wir das mal beenden mit der Tiger Bomb. Oder auch nicht. Nee. Oh. In the Fress. Na komm, ich will es auch einfach schnell beenden und dann ist gut. Sind wir so kaputt? Wovon? Wir pinnen uns jetzt oder was? Weiß immer noch nicht, wie ich ihn ziehen kann. Vielleicht wusste ich das mal. Ich weiß es gerade nicht. Ja. Hallo, stehst du mal auf? Ey, in den Drop to hold. Was soll denn das? Hä? Was soll das? Oh. Jackknife Pin. Raus da. Geht doch. Ich komme nicht zum Zug. So. Pin. Nach dem Shoulder Tackle. Das Cover. It's over. Wunderbar.
So, und jetzt haben wir einen Veteranen ja platt gemacht. So, jetzt müssten wir der Number One Contender sein. Ich bin Number One Contender. Was wollen die denn schon wieder? This doesn't concern you. This is between us and him. What did he say? I think he said, this is personal. Well, there was a rumor about him and their lady friends. Wait, he's coming back! Ja, klar. These guys should have chosen someone easier to pick on. This is disgusting. Someone's gotta get out of here. Ich glaube, die Sequenz wurde nicht für Mark Henry gemacht. Ich glaube, das ist der Fall. Was meint ihr? Springboard Attacks von Mark Henry. Ach, schön. Nichts Neues. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Training. Oder was sagt der Gesundheitsbericht? Ist das jetzt lang, für langsam mal hier fertig sein mit der Verletzung? Popularität 2. Gott sei Dank. Schmerzbewältigungstraining. Achso, was sagt denn meine... Ah, Ermüdungsstufe hat nix. Schmerzbewältigung. So, ja, bitte simulieren. Was Neues? Nee. Schmerzbewältigung. Doch. Kosten, da habe ich noch 30.000. Und... Erfolg. Yay. Hallo, weiter. Ey, gar nicht witzig. Wird alle stehen hier. Oh oh, da gab's einen kleinen Lag. Da werde ich mal kurz die Aufnahme resetten. So, da ist er wieder zurück und ich hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert. Neue Aufnahmespur. Theodore Long, behalte die Ladies im Auge. Oh. Was sagt er? Okay, Junge, es wird Zeit, eine weitere Sprosse auf der Erfolgsleiter zu erklimmen, sofern du bereit dazu bist. Diese Woche wird es bei SmackDown einen Kampf zwischen dir und Matt Hardy geben. Lass die Halle hip beben, aber pass auf, diese hübschen Divas wollen Ärger machen und dein Gegner scheint seine Finger im Spiel zu haben. Mach dich bereit, T-Lo. Michelle McCool? Steph sagt, halt dich raus. You'd better stay out of our business, understand? We've got Stephanie McMahon in our corner, and the rules are about to change around here. If I were you, I'd learn to respect that. And quick. Harte Worte, harte Worte. Harte Worte. So. In dem Magazin gibt es auch was Neues zu lesen. Bestrafung unwahrscheinlich, meint McMahon. Nach seinen Kämpfen mit Alex Adams, Moment, letzten Freitag bei SmackDown wurde Rey Mysterio von Mark Henry und Matt Hardy, die zum Ende des Kampfes hin am Ring auftauchten, angegriffen. Bei dem Angriff erlitt Mysterio Verletzungen, deren Ausmaß noch nicht festgestellt werden konnte. Der Mysterio verletzt sich aber auch andauernd zu, wa? SmackDown General Manager Theodore Long erklärte sofort, dass er sowohl Mark Henry als auch Matt Hardy für den Angriff mit einer Sperre belegen wollte, aber Stephanie McMahon, die neu zum Management hinzugestoßen ist, versuchte ihn auf ihre Weise vom Gegenteil zu überzeugen. Sie haben lediglich die Ehre von Ashley und Michelle McCool verteidigt. Achso, und da war ja was. Jetzt, was ist denn mit meiner Musik hier los? Jetzt, oh, jetzt kackt das hier alles ab. Ich verstehe das nicht. Einen Moment, Leute. So, ich bin wieder zurück. Und ich hoffe, dass es jetzt wieder funktioniert. Ich habe jetzt genau bis zu der Stelle, wo wir waren, nicht genau, aber fast, wieder gespielt. Also ich habe nochmal das Match gewonnen. Das kennen wir auch schon. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt schon vorgelesen habe. Das Problem war einfach, meine Festplatte wurde einfach mitten im Spiel nicht mehr erkannt. Und auf der Festplatte lief der Emulator und darauf liegt die ISO für das Spiel. Und meine Musik, also deswegen. Wenn die Musik kurz ausfällt, dann weiß ich wieder, da fängt es wieder an. Also das habe ich öfters. Irgendwie ist das ein Wackelkontakt. Ich habe das irgendwie mit Wackelkontakten. So, weiß nicht, das hatten wir schon gelesen. Hier. SmackDowns, ich lese mal ab diesen Absatz da. SmackDown General Manager Theodore Long erklärte sofort, dass er sowohl Mark Henry als auch Hardy für den Angriff mit einer Sperre belegen wollte. Aber Stephanie McMahon, die neu zum Management hinzugestoßen ist, versuchte ihn auf ihre Weise vom Gegenteil zu überzeugen. Sie haben lediglich die Ehre
Sie haben lediglich die Ehre von Ashley und Michelle McCool verteidigt, sagte McMahon. Außerdem braucht der General Manager für eine Sperre die Zustimmung des Vorstands und jeder weiß, wer dort das Sagen hat. Um es so zu sagen, ich halte eine Strafe für unwahrscheinlich. Und wie immer, wenn ein McMahon etwas zu sagen hat, hören die Leute zu. Ja, so wird's wohl sein. Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt eine Trainingsübung. Und zwar... was muss ich hier machen? Gelb muss... Das würde ich... Das in einer bestimmten Zeit zu gelb enden muss, ohne den Einsatz von Waffen. Das probiere ich nochmal. Mache ich die ganze Zeit den Rated RKO. Das sollte ja wohl reichen. Um den Gegner auf gelb wenigstens zu bekommen. Let's go away. Na, letzte. So, Ken Kennedy. Mr. Kennedy. Und da gibt's den ersten Rated RKO. Warum? So, stehst du auf. So, wieder in... das wird schwer. Wenn er die ganze Zeit kommt, dann wird schwer. Nein, oh Mann. Wie kann ich ihn denn drehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht mit Kreis oder so. Der gleiche Taste, mit dem ich auch wippen kann. So, aufstehen lassen mit Kreis. Wippen mit Kreis. Hallo. So, dahin. Nein! Komm her hier. Na okay, das wird überhaupt nichts. Außer ich hab jetzt etwas Glück. Geht doch. Oh, ho, 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 ho. Wichtige Info an alle Abonnenten von Franz Zockt. Um auch in Zukunft die neuesten Videos von Franz Zockt auf deiner Startseite zu erhalten, abonniere einfach meinen neuen Kanal unter youtube.com/derfranzzockt. Link in der Videobeschreibung. Du fragst dich, wozu ein neuer Kanal? Dann guck dir mein Infovideo an, in welchem ich diese Frage beantworte. Und der Link zu diesem Video ist ebenfalls in der Videobeschreibung.